Mein Name ist Markus Troth, ich bin 56 Jahre alt, bin verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Ich wohne auch seit diesen 56 Jahren in Fürstenfeldbruck und engagiere mich seit 1990 als Stadtrat in Fürstenfeldbruck. Bürgerschaftliches Engagement wurde uns vorgelebt. Das war bereits zu Hause ein fester Bestandteil unseres Familienlebens. Meine Eltern, mein Vater war Lehrer, meine Mutter auch in der katholischen Kirche sehr stark engagiert. Ich war viele Jahre in der katholischen Jugendarbeit tätig. Das hat mich natürlich sehr geprägt, das Miteinander, das Arbeiten mit Menschen, mit jungen Leuten und auch im Team arbeiten. Ich wurde da zuerst im Pfarrgemeinderat gewählt und konnte da auch schon Gemeinschaft kennenlernen mit Entscheidungsfindungen. Und ja, die Prägung, wie gesagt, fand in diesen Jahren schon sehr intensiv statt. So bin ich auch Anhänger der solidaren Leistungsgesellschaft. Dieser Begriff wurde ja geprägt, gerade von Alois Glück. Bringt aber zum Ausdruck, dass man trotz allem miteinander, füreinander sorgen, auch diejenigen mit unterstützen muss, die die Finanzen bieten für diesen Staat und für diese Stadt auch. Die damit die Basis bieten, auch zur Weiterentwicklung. Das ist ganz entscheidend, wirklich, dass man beide Dinge als kommunizierende Röhren auch sieht. Das bedingt sich gegenseitig. Das muss eingebettet sein in auch in ein ökologisches Selbstverständnis, damit man Ökologie und Ökonomie in eine Waagschale, in ein Gleichgewicht bekommt. Das kann die Kommune vor Ort auch mit Rahmenbedingungen gestalten, ganz entscheidend gestalten. Da möchte ich als Oberbürgermeister ganz entscheidend mitwirken. Hier auch wiederum, dass man aktiv auch sich beteiligt über die Töchter der Stadt beispielsweise oder insbesondere die Stadtwerke Fürstenfeldbruck. Energiewende ist das zentrale Thema, was über viele Jahre in unserem Land nicht angepackt wurde. Da muss ein Anschub von unten kommen. Das ist ein weiterer Punkt meines Selbstverständnisses, dass die Bürger aus sich heraus die Kraft und die Erfahrung einbringen müssen, um eben unsere Stadt zu gestalten. Dieses bürgerschaftliche Selbstverständnis ist ein weiteres zentrales Anliegen und auch gehört zu meinem Selbstverständnis. Das handhabe ich selber so, dass man Projekte einbringt, vorschlägt, die den Menschen nützen. Da bin ich auch wieder Pragmatiker geprägt, auch durch meine Jugendarbeit bereits, wie geschildert. Da bin ich auch Anhänger von Adolf Kolping mit dem Leitsatz, möge jeder an der Stelle, wo er ist, das Beste tun, damit insgesamt auf dieser Erde besser werde. Sprich, jeder soll anpacken, auch in dieser Stadt, und soll das mit einbringen. Das sehe ich als großes Manko derzeit, dass Bürger Projekte mit einbringen, aber es auf taube Ohren stößt. Also auch eine andere Form des Führens, des Miteinanderarbeitens, des Aufnehmens und dabei Akzeptierens, des Reflektierens muss mit der Bürgerschaft stattfinden. Das wird derzeit sträflich vernachlässigt und dadurch entsteht auch Frustration. Das gehört aufgebrochen. Das lässt sich meines Erachtens auch durch diese Art und Weise eines neuen Miteinanders aufbrechen, dass da auch Energie entsteht, um unsere Stadt weiterzuentwickeln. Die wichtigsten Projekte, eins habe ich schon angeschnitten, ist für mich die Energiewende, da Rahmenbedingungen gestalten in Kombination, und da könnte eine Triebfeder eben das Fliegerhorst-Areal werden, um hier auch neue Technologien, um hier auch neue, ja, wie soll ich sagen, auch Wege zu gehen, wie beispielsweise das Thema Geothermie anzuschieben, weil sich da wirtschaftlich anders darstellt. Und das weitere Thema, was mir unter den Nägeln brennt und sträflich vernachlässigt wurde, ist bezahlbarer Wohnraum für jedermann. Wir müssen als Stadt hier stärker Rahmenbedingungen schaffen und auch Agitatoren einbinden, um Wohnraum zu schaffen, der auch wirklich für jedermann bezahlbar ist. Der eine kann sich eine Miete von 10 Euro leisten, andere von 15 Euro leisten, aber es darf nicht sein, dass Menschen wegziehen müssen, weil sie sich die Miete in dieser Stadt nicht mehr leisten können. Das darf nicht passieren. Ich wünsche mir von den Brucker Bürgerinnen und Bürgern, dass sie nach wie vor sich einbringen in diese kommunale Gesellschaft, in Vereinen, mit eigenen Projekten, auch in eigenen selbstgeschaffenen Strukturen, und dass sie auch dafür tolerant sind, aber gegenseitig auch Probleme lösen, aufeinander zugehen und auch im Gespräch Dinge hier, wie gesagt, auf den Weg bringen. Die Stadt kann nicht alles lösen, aber sie kann einen Rahmen bieten für eben die Projekte und die Weiterentwicklung. Und ich würde diese Kultur des Ermöglichens auf jeden Fall fördern und hier die Kommunikation auf neue Beine stellen mit Stadtrat und den Bürgerinnen und Bürgern.